Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Tauchpumpen an. Die Pumpen sind in die Kategorien Vergleichssieger, Preis-Leistungssieger und beste Bewertung eingeteilt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Finde in diesem Video heraus, welche Tauchpumpe die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen mit der Einhell GC-SP3580. Die einfache und günstige Tauchpumpe von Einhell überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz des günstigen Preises überzeugt sie dank 350 Watt Leistung mit einer ordentlichen Förderhöhe von 7,5 Metern, 8000 Litern Fördermenge pro Stunde und sie verfügt zudem über ein 10 Meter langes Kabel. Bereits ab 8 mm Wasserstand ist sie nutzbar und ist bis 1 mm Wasserstand flachabsaugend. Die Dichtungen sind trotz des etwas einfachen Gehäuses insgesamt sehr ordentlich. Sie verfügt über ein integriertes Rückschlagventil und der Schwimmerschalter ist stufenlos einstellbar, sodass du die Pumpe universell einsetzen kannst. Dank stabilem Tragegriff, kompakter Bauweise und einem geringen Gewicht von etwa 3 kg lässt sie sich komfortabel transportieren. Für Schmutzwasser ist sie allerdings nicht geeignet, denn sie erlaubt nur sehr kleine Partikel. Weiter geht es mit der Kärcher SP2 Flat. Diese Tauchpumpe arbeitet mit einer Förderleistung von bis zu 6000 Litern pro Stunde und schafft eine Förderhöhe von maximal 5 Metern. Damit ist der Einsatzbereich etwas eingeschränkter. Preislich liegt sie jedoch im Einstiegsbereich, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist. Als flachabsaugende Tauchpumpe ist sie allerdings auch nicht für große Förderhöhen gebaut, sondern zum wischtrockenen Abpumpen auf bis zu 1 mm Wasserstand. Sie kommt zudem mit 5 mm großen Partikeln problemlos zurecht, sodass auch leicht schmutziges Wasser gut gepumpt werden kann. Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch aus und das Anschlusskabel ist mit 10 Metern Länge zudem sehr großzügig bemessen. Trotz Kunststoffgehäuse ist die Pumpe insgesamt solide verarbeitet und läuft zudem sehr zuverlässig. Mit etwa 3,5 kg und der kompakten Bauweise mit praktischem Tragegriff lässt sie sich sehr gut transportieren. Weiter machen wir mit der Güde GS4002P. Bei diesem Modell handelt es sich um eine günstige Schmutzwasserpumpe mit einer ordentlichen Leistung von 400 Watt. Zwar schafft sie nur eine Förderhöhe von 5 Metern, die Förderleistung ist mit 7500 Litern aber ordentlich. Sie kann auch Korngrößen von bis zu 3,5 cm problemlos ansaugen, sodass sie auch für Teichwasser und andere Schmutzwasser sehr gut geeignet ist. Die Verarbeitung des Gehäuses ist relativ einfach gehalten. Sie ist aber entsprechend günstig und dennoch dank Edelstahl solide und langlebig. Das Laufrad aus Noryl arbeitet zuverlässig. Sie ist kompakt und leicht und kann bis zu einem Wasserstand von etwa 8 cm ansaugen. Die Pumpe kann neben Wasser auch Glykol fördern, sodass sie auch für die Landwirtschaft geeignet ist. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Den Vergleichssieger, den Preis-Leistungssieger und das Produkt mit den besten Bewertungen haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch am besten direkt nach, wer von uns zum Sieger gekürt wurde. Außerdem haben wir hier noch weitere Produktvergleiche für euch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!